Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Wir sind dabei, das nächste Milizencamp auszuräumen und wir sind schon mitten drin. Wir hatten das Problemchen, dass wir hier schon Freaker hatten. Und die Freaker haben dafür gesorgt, dass das Feuer eröffnet wird. Und dann sind wir im Umkehrschluss jetzt auch schon von der Miliz gejagt worden. Die sind also ziemlich weit aus ihrem Camp rausgekommen. Ihr seht, der Questmarker ist noch ein ganzes Stück weit weg. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier einigermaßen auf der Reihe bekommen. Tja, so richtig komme ich damit noch nicht zurecht. Medikit ist schon mal nicht schlecht. Jetzt hat deine Waffe nachgeladen. Müssen wir jetzt auch, glaube ich, erstmal die Gegner markieren, sehe ich gerade. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja, hier steht noch ein zweites Motorrad. Das war von einem schon wieder Wölfe. So, jetzt legen sie sich nämlich mit den Wölfen an. Sehr gut. Da hinten sind sie auch beschäftigt. Wolf und Freaker. Hier Wolf und Miliz. Da werde ich erstmal die Arbeit die anderen machen lassen. Ja, kurzer Hinweis, das Motorrad, was da hinten steht, das war also so ein, ja, so ein Plünderer, der durch die Gegend gefahren ist. Und den hat die Miliz vom Sattel geholt. Aber aus dem Sattel. So, die haben zumindest den Wolf erledigt. Da kommt schon der nächste Wolf. Sehr gut. Aber ich glaube, der Wolf kann der Miliz nicht allzu viel tun. Wir sollen 4 von 8 Milizen beseitigen. 4 haben wir schon. 4 sind noch da. Die haben wir schon alle entdeckt und markiert. Also das ist auch ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Die wissen zurzeit nicht, wo ich bin. Wir können ja mal gucken, was haben wir zum Werfen. Da haben wir nicht allzu viel. Molotow-Cocktail. Mist. Den haben wir nicht erwischt. Die Frage ist, wissen sie, wo wir sind? Corporal St. John, wir wissen, dass du es bist. Das Hauptquartier hat uns vorgewarnt. Machen wir es uns nicht so schwer, ja? Ergib dich. Du bist ein verdammter Feigling, St. John. Ja, aber im Gegensatz zu euch werde ich überleben. Okay, dann mal los.
Jetzt stehen sie alle schön zusammen. Da ein Molotow-Cocktail rein. Haben wir nur einen erwischt. Schade. Gut. Macht nichts. Wir laden nach. Bin mir jetzt nicht sicher, haben die... Der hat einen Helm auf. Der hat einen Helm auf. Okay. Die haben einen Helm auf. Da brauchen wir es nicht probieren. Mit der Pistole, mit einem Kopfschuss. Kann ich bloß gucken, ob ich die... Ja, die rennen aber auch hektisch durch die Gegend. Hinten irgendwo einer? Na gut. Ja, direkt vor unserer Nase liegt Munition, wie ich gerade sehe. Aber das klingt doch eindeutig nach einem Freaker hier. Da ist er. Oben war auch noch einer. Der hat schon die Hälfte seines... Ach, guck mal, die haben kaum noch Leben. Da draußen ist was. Ah, das reicht nicht. Da haben wir uns erstmal die Pistolenmunition. Sehr gut. Der wollte sich einmal Motorrad zu schaffen machen. So, und hier können wir uns erstmal den Schrott rausholen aus dem Bike. Das ist wie gesagt das kaputte Bike von dem Plünderer, der da irgendwie durch die Gegend gefahren ist. So, jetzt lass mich mal wieder hier reinrennen in diesen Busch. Der gefällt mir sehr gut. Schau mich nochmal um. Wo ist der? Kommt der näher? Ich weiß es nicht. So, und jetzt muss ich mir was überlegen, wie ich an die rankomme. Hast du mich entdeckt? Nee, du hast den entdeckt. Sehr gut. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Das ist natürlich unglaublich. Die sind ja noch besser ausgerüstet als ich. Aber sie gucken in unsere Richtung. Verdammt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Habe ich trotzdem vorher. So, tut mir den Gefallen. Los!
So, mal gucken, ob ich an den rankomme, bevor er sich umdreht. Uiuiui, das war auf dem letzten Drücker. Da haben wir das Milizencamp. Sind wir fast bei der nächsten Vertrauensstufe. Rennen gegen die Zeit. Und da ist noch eins offen, da drüben. Das erste haben wir gestern gemacht, das zweite jetzt gerade. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde ein bisschen plündern noch und dann gucken wir mal, dass wir zum nächsten fahren. So. Bisschen was aufsammeln, dass wir ausgerüstet sind. Dann gerade ein bisschen noch eine Horde. Oh, hier ist ein Sammelgegenstand. Early Lake, das Mondland. Tja, mit den Waffen. Da bin ich immer noch ein bisschen unentschlossen. Auf der einen Seite bin ich mit meinen Waffen ganz zufrieden. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch gerne bessere Waffen bekommen, denn ich glaube, die Gewehre, mit denen die schießen, die sind schon irgendwo ein bisschen durchschlagskräftiger. Oh, was habt ihr hier? Fleisch. Da müsste ich dann auch mal in irgendeinem Camp meine ganze Beute abgeben. Das bringt auch nochmal richtig viel, denke ich. Jetzt haben wir Rohbombe und Splitterbombe bekommen, das ist auch schön. Und den Freaker da oben, den können wir auch noch stehen lassen, das stört uns nie. Und dann fahren wir direkt weiter. Wo müssen wir hin? Ja gut, kann ich alleine fahren. Mache ich einen kurzen Schnitt und sehen wir uns dann dort, würde ich sagen. Diesmal ein bisschen rechtzeitiger, dass es noch nicht das Gefecht, das Gefecht gestartet ist. Da vorne ist das Camp. Wir sind fast da. Ich sehe allerdings nur den Questmarker und noch keine Gegner. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber hier vorne ist so eine Schreierin. Oh, und der eine oder andere weitere Freaker. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Die Schreierin würde ich schon gerne aus dem Weg räumen. Bevor sie mir gefährlich wird. Haben wir geschafft. Dann sehe ich gerade, dass wir mal wieder Bolzen herstellen könnten. Und ja. Da ist noch einer. Gut, die kleinen Freaker hier, die stören mich nicht, da habe ich keine Angst. Ich nehme bloß das O mit Kreischer, nicht Schreier. Kreischer. So, ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen merkwürdig, dass wir noch keine Gegner sehen. Doch, jetzt sehe ich sie. Da sind sie. Weiß noch nicht, wie viele es werden. Aber ich würde mich natürlich ungern mit Freakern und der Miliz gleichzeitig anlegen. Richtig gut wäre, wenn sich die Miliz mit den Freakern anlegt, wobei wir wissen, dass die Miliz gewinnt. Schon mal. Kann eigentlich nicht sein, aber das Auto ist so am Haus dran. So, einen von euch kann ich.
Okay. Hammer. Der nächste bitte. Das ist die Miliz. Sehr gut. So, da unten. Kämpft die Miliz. Die lassen wir kämpfen. Miliz, verdammt. Mehr von ihnen. 9, okay. Zu bieten? Wo bist du? Wo bist du? Alles klar. Die müssen wir erstmal klar machen hier, dass wir nicht so viel durcheinander haben, wenn wir hier rangehen. Und dann kann ich jetzt mal in aller Ruhe das Camp auskundschaften. Ich werde da weiter nochmal schnell die Gesundheit auf Vordermann bringen, das habe ich getan. So, von hier sehen wir erstmal gar nichts. Bedrohliche Musik, okay. Wieder so einen starken, bei dem habe ich gelernt, ist es unten auf die Beine zu schießen besser als oben auf die Panzerung. Und wenn das wieder 9 sind, was heißt wieder, also wenn das 9 sind, werde ich wieder mir was überlegen müssen, dass ich möglichst ein paar vorher aussortiere. So, jetzt bin ich aber wirklich. Da hinten sind sie. Da ist er. Da unten ist einer. So, haben wir 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Kriegen wir hin. Den Dicken mit dem MG, da müssen wir wieder schauen, dass wir dem nie gerade in die Schusslinie rennen. Und dann werden da unten im Haus noch ein paar sein. Ich habe gerade geguckt, habe gerade gesehen, dass da oben im Dach ein Loch ist. Das heißt, über das Auto kann man offensichtlich aufs Dach und dann vom Dach oben rein. Aber ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren und irgendeine Mission gemacht haben, wo wir das schon das Auto rangeschoben haben. Wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht. Auto ranschieben und dann übers Dach rein. Ob das diese Stelle ist, weiß ich nicht. So, der dreht sich um. Das ist gut. Ah, der hat jetzt ein bisschen was geahnt. Das ist aber nicht schlimm. Und jetzt geh ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und du ab in den Busch. Da ist noch einer. So, sind es noch 8, 2, 4, 5, 6 markierte. 2 sind noch abdrünnig. Wenn die so nah beieinander stehen, ist es natürlich nicht schön. Ich dachte, ich kann die hier auch mit wegmachen. Ich könnte natürlich versuchen, mit der Armbrust einen rauszuhauen. Da müssten wir allerdings einen erwischen, der möglichst wenig Kopfpanzerung hat. Was ist denn das? Was ist denn das Blaue dort, was da für ein komisches Symbol hat?
Cool, die schießen sich gegenseitig über den Haufen. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Mit was hatte ich denn auf ihn geschossen? War das der Rückstandsbolzen? Cool, das heißt, wenn ich den Typen mit dem Rückstandsbolzen treffe, schade. Das wäre zu schön gewesen. Stell dir vor, der würde den Rest des Camps niedermetzeln. Sehr gut. Rückstandsbolzen können wir sogar noch welche herstellen. Nanu, was ist denn jetzt explodiert? So, drei sind noch da. Das läuft ja super. Gut. Könntet ihr euch bitte bekämpfen gegenseitig? Ah, okay. Wölfe. Verdammt! Was war das? Wenn ich Glück habe, erledigt das die Miliz für mich. Ist auch mal schön zuzugucken, wie sich alle gegenseitig ermeucheln. Wo fressen die denn auf? Das war der letzte. Oh. Das ist ja schön, dass die Wölfe die Miliz getötet haben. Schade, noch nicht ganz die nächste Grauensstufe. Aber das heißt, ich habe jetzt die Wölfe. Okay, Bruder, jetzt sag's endlich. Wo kriegst du das Kreosot her? Macht wohl Spaß, mit dem Müllwagen rumzufahren, hä? Auf jeden Fall, Mann. Okay, ja. Ich fahre jetzt zum alten Sägewerk. Da stehen ein paar Lagertanks herum. Da gibt's haufenweise Kreosot. Das alte Sägewerk? Da lungert doch eine Horde. Eine Riesenhorde. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Neuigkeit. Du willst immer noch sterben?
Obwohl du jetzt deine Lady gefunden hast? Dick, wir holen sie zurück. Bushman, nein, nein, ich will nicht, okay? Ich mach das schon, okay? Sei einfach bereit. Ich funk dich an, sobald hier die Luft rein ist. Deacon, Ende. Das ist gut, die sind schon angekratzt. Deek? Ja, Ricky. Boosa hat gesagt, du willst... Ja, Boosa. Klappe. Er ist Sicherheitschef. Er muss... Okay, wie war das? Er ist Sicherheitschef. Er muss mir das sagen. Du erinnerst dich doch an das Sägewerk, oder? Ich hab dir doch die Horde gezeigt, die da lebt. Ja, das hast du. Die riesige Horde, die dort lebt, schläft und frisst. Ja, wie schon gesagt, das hast du. Hör zu, Ricky, als ich bei der Miliz war, da haben wir einen ziemlich heftigen Molotow entwickelt. Einen heftigen Molotow? Ja, eher sowas wie Napalm. Vertrau mir, ich schaff das. Wir brauchen dich. Lebend. Ricky, ich mach das schon, okay? Mach dir um mich keine Sorgen, bitte. Ich weiß, was ich tue. Ricky? Ja, Dick. Ich, zünde nur ein paar Kerzen an. Okay. Naja, in diesem Fall eher ein paar ziemlich dicke Molotovs. Du verstehst mich schon. Ja, okay. Deacon Ende. Gut, wir haben eine neue Mission, nämlich im Sägewerk die Horde zu besiegen. Wo ist denn das dort? Ja, die Horde zu besiegen und dann das Phosphorus-Kreosat zu organisieren, mit dem wir den Laster mit dem Dünger zusammen bestücken können und dann damit das Milizencamp räumen. Oh, guckt mal, was es hier alles gibt. Viele, viele Flaschen. Flascheninventar ist voll. Da kann ich erstmal noch ein paar Molotovs herstellen. Ja, das ist der Plan, offensichtlich. Und das machen wir auch zusammen, allerdings natürlich nicht mehr heute. Ich gehe hier nochmal eine Runde rum, ein bisschen looten. Mich vorbereiten, man kann nie genug haben. Ach schade, da ist nichts. Doch, ist noch was drin. Denn wenn wir eine Horde besiegen sollen, wissen wir ja inzwischen, das wird sportlich. Ansonsten liegen hier noch jede Menge Leichen rum. Noch plündern können. Ja, die Milizencamps hier haben wir jetzt erstmal ausgeräumt, alle drei. Das ging ganz gut, habt ihr ja gesehen. Und dann geht's als nächstes zurück zu meinem Motorrad. Was? Selbst das Medikit haben wir schon voll. Läuft, würde ich sagen. Gut, das heißt, es geht zurück zum Motorrad, das steht da hinten irgendwo. Und dann fahren wir zum Sägewerk. An dieser Stelle würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.